Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war letzte Woche krank, weswegen am Samstag kein Video online kam. Und ich dachte mir, mein Comeback könnte man nicht besser feiern als mit einer Create a Sim Challenge. Dafür habe ich mir Amaya rausgesucht. Und jetzt fragt ihr euch so, hey, what is happening? Wir machen die Gender Swap Challenge. Das heißt, was wäre, wenn Amaya tatsächlich ein Mann wäre? Ich meine, wir nehmen das jetzt ja hier mit Geschlechterrollen und sowas gar nicht so ernst auf dem Kanal. Trotzdem dachte ich, könnte es vielleicht einfach mal interessant zu sein, was für ein Schnittchen sie so hätte werden können. Außerdem kann ich in der Woche meistens jetzt wahrscheinlich nicht mehr so aufwendige Videos machen und das ist halt eine leichte Kost, ne? Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein und drücken auf das Männlichzeichen und wir müssen diesen Menschen wahrscheinlich erstmal nackt machen. Weil so kann ich das nicht beurteilen. Ja, genauso ripped. Sehr breites Kreuz auf jeden Fall. Attraktiv, würde ich sagen. Warum du jetzt 5 Kilometer lange Lashes hast, ist ein bisschen übertrieben, oder? Es ist so ein Softboy, aber es ist süß. Es ist so süß. Ich habe die dümmste Idee ever. Wie wär's denn mit Amayu? Oh, noch besser. Warte. Mayu. Ich komme gerade von der Ausbildung. Ja, also Leute, mein Gehirn ist Matsch. Aber, also attraktiv, ne? Also, ich sag ja, Schnittchen. Kannst natürlich trotzdem Wimpies haben, aber halt, ich möchte nicht so viele. Ich mag diese Uncurled-Version immer für Männer. Und ich möchte die andere Augenbrauen geben. Nur so ein bisschen. Ja, das gefällt mir doch gut. Ich lieb's ja jetzt schon ein bisschen, ne? Ich bin ehrlich. Würde sie wohl als Mann ein Bart tragen? Woohoo! Ich würde sagen, ja. Ich würde nur was nehmen, wo noch nicht so krass viel Haarwuchs ist. Weil noch ist Amaya ja auch Teenagerin, ne? Und er dann ja dementsprechend auch. Ja, so, das fängt so an zu wachsen, so nach dem Motto. Keine mehr. Ich würde aber, sie hat ja viel so Röte in ihrem Gesicht. Die würde ich ihr gern wiedergeben. Weil in meinen Augen ist das nicht so Blush bei ihr, sondern so literally einfach ihr Farbton so von der Haut. Where is it? Also das hat Amaya. Ich würde sagen, bei ihm machen wir es vielleicht ein bisschen dunkler vielleicht. Wenn es nicht komisch aussieht. Guck mal, das ist halt vielleicht ganz gut. Das ist halt so. Also sieht man halt bei Männern weniger, sag ich mal. Meistens. Deswegen würde ich sagen, ist es bei ihm einfach ein bisschen schwächer. Aber trotzdem halt quasi genau dasselbe. Weil es ist schon ein Unterschied. Na doch, gefällt mir. Sie Ohrringe, also Ohrlöcher. In keinem Outfit benutzt sie die, oder? Also ich frage für mich. Aber als Mann vielleicht? Also, könnte ihm gut stehen, oder? Generell, irgendwie Piercings würden ihm richtig gut stehen. Amaya vermutlich auch, aber ich glaube, Amaya ist eigentlich zu vernünftig dafür. Deswegen würde sie es ja als Mann auch nicht tun, oder? Sieht trotzdem geil aus. Das ist wieder so ein Sim, dem alles steht, ne? Wie wäre es halt mit sowas? Das sieht cool aus und das ist jetzt noch nicht so wild, dass man sagen müsste, oh nein. Bei der Frisur habe ich jetzt gar keinen Plan, wenn ich ehrlich bin. Sie hat ja so ganz leichte Locken. Daran würde ich mich vielleicht dann orientieren. Aber die meisten Frisuren mit Locken, die sind dann so übertrieben irgendwie. Und das sehe ich halt gar nicht. Das passt auch gar nicht irgendwie. Es muss schon irgendwie ein bisschen wilder sein. Ich weiß nicht wieso, aber Mayu hat schon irgendwie... Irgendwie sieht er nett aus, aber andererseits hat er auch so Bad Boy Vibes, wenn ihr versteht. Something in between. Das könnte tatsächlich ganz cool sein, aber irgendwie fühle ich es auch noch nicht so ganz. Ich fühle irgendwie alles nicht so ganz, bin ich ehrlich. Aber so Undercut oder so steht ihm, finde ich, gar nicht. Das ist ein bisschen viel Locken. Ich glaube, die Frisur vom Anfang hier, die mit der er gespawnt ist, ich glaube, das ist fast schon das Beste, oder? Die Haarstruktur hätte sich ja nicht geändert, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Deswegen muss ich halt da so ein bisschen drauf achten. Und die meisten Sachen, die dann halt so in diesem Vibe sind, die sehen halt wild aus. Ich glaube, ich würde dann einfach dabei bleiben, tatsächlich. Das Spiel hat mir die Entscheidung anscheinend abgenommen. Guck mal, als Mann steht der Hut ihr auch, ne? Aber ich glaube, ich lasse es. Ich komme nicht klar. Ein Prachtkerl ist das. Also vom Vibe würde ich jetzt auch sehr ähnlich gehen. Also sehr stylisch, also modebewusst, sage ich mal. Aber halt trotzdem nicht so over the top. Also trotzdem so, ja, so Streetwear-mäßig, ne? Bei dem kann ich schon wieder, dem kann ich alles anziehen und es steht ihm schon wieder alles. Ich kann nicht mehr, also wie soll ich mich denn schon wieder entscheiden hier? Na, komm ran, junger Mann, ne? Das wäre jetzt so mein erster Guess für sein erstes Outfit. Aber ich würde ihm, glaube ich, noch eins geben. Einfach, um die Vibes hier richtig durchzubrettern. Hinterfragt einfach nicht, was ich hier laber, Leute, wirklich. Die Ausbildung macht mich einfach fertig. Looking respectfully. Oh ja.
so krasse Farben, das trägt Amaya ja auch voll. Also wenn ich mal hier gucke, also es ist ja schon größtenteils sehr knallig, wenn ich hier so durchgehe, ne? Also doch sehe ich. Ich finde die Jeans einfach so geil, ne? Ich muss sie einfach nehmen. Oh, so wilde Schuhe. Das würde sie safe tragen. Doch, ich lieb's. Amaya ist ja, dadurch, dass sie ja weggelaufen ist, nicht so das Schmuck-Girlie. Ansonsten würde ich ihm safe noch Schmuck geben. Aber ich lieb's. Ganz doll. Also, seid ihr der Meinung, dass ich Amayas Vibe gut gefangen habe? Wie findet ihr Amayas männliche Form? Mir das Ganze auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch sehr viel Zeit eingespart. Wenn ihr noch irgendwelche Sachen habt, die man vielleicht mal zwischendurch so reinschieben kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil ich brauche jetzt ein bisschen Inspiration, Leute. Ich lege mich jetzt am besten schlafen und ich bin todmüde. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss! Was ist los mit meiner Stimme? Tschüss.